Metro 2033 Folge 8. Wir sind mit unserem lieben Genghis Khan unterwegs. Ja. Psst. Oh, hier ist ein Safe. Ein Safe. Na toll. Wo kriege ich denn jetzt die Kombi her oder den Schlüssel? Moment. Ich darf jetzt nichts verpassen hier, dass ich... Was? Wie düt. Konzentrieren. Wie konzentrieren? Worauf denn? Ja, mit Sicherheit nicht. Ich werde jetzt erstmal hier nach dem Schlüssel gucken, ob ich den Schlüssel hier vielleicht irgendwo liegen gelassen habe von dem Safe. Weil... Huch. Erstmal auf die... Wieso hat denn die Uhr so gebimmelt? Okay, die Uhr steht bei 0 Minuten. Was denn, wenn ich jetzt so einen Filter aufziehe? Was zeige ich denn jetzt auf Uhr an? Aha, okay. Alles gleichen, okay. So, der Schlüssel. Der hatte keinen Schlüssel, den haben wir gesammelt in der letzten Folge. Okay, gehen wir mal doch weiter. Vielleicht kommt der ja im nächsten Raum, der Schlüssel, den wir da finden. Schauen wir mal. Konzentrieren. Mhm. Wow! Alter! Alter! Also, was war das denn? Was war das denn? Hat hier einer einen Schlüssel bei von euch? Hallo? Die sehen aber auch fies aus. Meine Güte. Ja, düt. Meine Uhr piepst immer, ich weiß. Ich will aber trotzdem mal. Ich muss irgendwo den Schlüssel finden. Vielleicht hier? Ja, warte mal eben. Was ist mit dem Schlüssel? Nix mit Schlüssel? Kann auch nicht sein. Muss doch irgendwo der Schlüssel liegen. Aha. Da ist doch bestimmt irgendwas drin. Oh, ich will jetzt so gerne Liebe machen. Ich will jetzt so gerne Liebe machen. Oh, Liebe machen. Liebe machen. Liebe machen. Liebe machen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich den... Ach, da ist Tür aufgegangen. Ach, so. Hier wird wahrscheinlich der Schlüssel liegen. Oh, ich werde... ich sollte vielleicht nämlich mal ein bisschen beeilen. Ich werde ganz plemplem durch die... Durch die Dämpfe. So, da haben wir den Schlüssel. Wunderbar. Yes. Und eine neue Maske, die wir nicht aufnehmen können. Okay, toll. Aber Hauptsache Patronen haben wir schon mal gesammelt. Das ist gut. Das bringt uns voran. Immer dieses Klebenbleiben an Spinnennetzen. Mein Gott. Ha! Scheiß Spinnen! Laufen die mir über das Bild. Geht weg. Ihr brennt. So. Ich glaube, ich werde trotzdem mal die Maske aufsetzen. Das ist mir sicherer. Ja, das... nee, lass mal. Das muss... Ja, brennt ihr Scheißviecher! Ist es wirklich so? Ihr könnt mir das wahrscheinlich beantworten. Ist es wirklich so, wenn man ein Spinnennetz anzündet, dann fackelt das komplett einmal weg? Ist es wirklich so? Würde mich jetzt mal interessieren. Konzentrieren. Ja, hast du vorhin schon gesagt, konzentrieren. Ist hier oben noch was am Liegen? Jetzt kommt gleich wieder ein... Brennt! Nee. Hier liegt anscheinend nichts, okay. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie was, aber naja gut. Die Flinte war gar nicht mal so schlecht, die Wahl. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Was für eine seltene Gabe? Was? Nicht bewegen. Okay, nicht... Was? Was ist das denn?
ist das cool. Alter. Was ist denn das, Kahn? Kannst du mir das beantworten, was das ist? Wir nennen das eine Anomalie. Aha. Ein neues Phänomen, okay, in einer neuen Welt. Eine Anomalie, okay. Psst. Das hört sich ein bisschen größer an, als wie die normalen Ein übles Phänomen, was? Batterie leer? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Hier ist es nicht sicher, Klugscheißer. Klugscheißer mal woanders rum, du Blödmann. Dass es hier nicht sicher ist, das weiß doch jedes Kind, oder? Vorsichtig. Also ich fühle mich hier gar nicht wohl so mit dem Rücken zur Metro. Mach mal. Alter. Hallo? 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 Der hat doch bestimmt hier was bei sich, oder? Nee, noch nicht. Okay. Ah, der liegt schon ein bisschen länger. Also der liegt hier so... Was, 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 was? Oh! Wow! Achtung, die Viecher kommen zurück. Ach nee. Wie kommen wir denn weiter? Mach mal die Tür auf. Wow! Wow! Wow, 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 Lanach! Stirb! Wow, wow, wow! Ja, ist doch gut, ist doch gut! Ist doch gut! Hallo! Sag mal! Ich hab die Schnauze voll hier! Können wir mal die AK ausprobieren? Ah! Alter, wie viele sind denn das? Alter, wie viele sind denn das? Wow! Wow, 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 wow! Wow, wow! Wow, wow! Boah, die Trägheit des Spiels, sie geht mir so auf den Sender. Nachladen. Wie viele kommen denn da noch? Jetzt hauen wir erstmal. Deep Silver hat bestimmt und Feuerns hat bestimmt gesagt, jetzt hauen wir erstmal alles raus. Wie nicht einmischen. Was? 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 Wie nicht einmischen. Leuchtende Dingen möchte ich aber auch nicht Ärger mit haben. Und so läuft das. Ja, und so läuft das. Ja, und so läuft das. Das Leben, und so läuft das. Lalala. Da gab es noch so ein cooles Lied von der Firma. Ja, und so läuft das. Lalala. Und darum so läuft das. Also mit dir möchte ich keinen Stress haben, mit diesem leuchtenden Fuzzi-Dingen. Ich habe schon lange keine Kackfuß mehr gesehen. Der Tunnel vor uns sollte sich. Fällt mir gerade mal auf. Darf ich mich hier noch ein bisschen umsehen? Ich schon einmal hier bin jetzt gerade mal so partout. Was ist das hier? Da liegt doch was, oder? Ah, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Wusste ich doch, dass hier was liegt. So. Sehr schön. Die Musik ist auch... Hupala. Die Musik ist auch gerade sehr atmosphärisch, also richtig schön. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm. 3-7 fahren oder Achterbahn fahren war schon immer mal mein Traum. Oh. Bis. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Oh, das sieht so geil aus. Du musst nicht antworten.
Was, warum stand er jetzt im Stuhl? Wow, wow, wow! Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Okay. Die übrigen können nirgendwo hin. Okay. Cool. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Verfluchten Station. Ach, eine Station meinte der. Ich gehe zu dem Verfluchten. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Okay. Wow, wow, wow. Was? Yeah. Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Ja. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Alles klar. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Super Tipp. Also, was haben wir denn da draufstehen? Schauen wir mal auf unser Blöckchen. Verfluchte Station. Finden Sie die toten Soldaten mit der Bombe? Finden Sie einen Weg, die Luftschleuse zu schließen? Ja, super. Und jetzt geht's ab. Oh, da hinten sind sie schon. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und jetzt? Ich jetzt alleine los hier, oder was? Wo muss ich denn hin? Ja, ich muss auch noch da hinten in die Richtung. Ja, super. Klasse. Boah, die halten aber auch aus, die scheiß Drecks. Wow! Die halten aber auch aus, die scheiß Drecksviecher. Das gibt's doch gar nicht. Läuft der rückwärts? Der macht gerade einen Moonwalk. Wie geil war der denn? Okay. So, ich denke mal, ich laufe richtig, oder? Nein, natürlich nicht. Ich laufe falsch. Und weil ich falsch laufe, sehen sie gleich. Wo muss ich denn hin? Was? Ach, da muss ich hin. Ich muss wahrscheinlich hier hoch, ne, oder? Ja, okay. So, jetzt laufe ich aber richtig. Oh! Ich werde mal ein wenig Munition kaufen. Jawohl. Dann haben wir nämlich was. Das ist praktisch. Sehr praktisch. So. Boah, Alter, ich sehe überhaupt nichts hier. Oh, da kommen sie stark. Jetzt habe ich für die auch Brennmunition. Oder ist das Brennmunition, was ich da kaufe? Was habe ich denn da gekauft? Hm, okay. Naja. Was ich hab, habe ich. So. Jetzt kommen die schon wieder, ey. Wollen die mich veräppeln? Mann, geh doch weg, du stinkst. Geh weg, du stinkst, so. Du stinkst. Ah, hier ist sogar... Oh, guck mal an. Oh, guck mal an, sogar ein Büchlein. Wir haben schon lange nichts mehr gelesen, stimmt ja. Eintrag 1. Dies war einst eine ganz normale Station, belebt und sogar wohlhabend. Eine dieser Stationen, in denen nicht nur schwer bewaffnete Kämpfer überleben können, sondern auch alte Männer und Frauen und sogar Kinder. Dann kamen Mutanten wie aus dem Nichts. Zahllose Mutanten. Die verfluchte Station, klar, damals nannten man sie noch beim alten Namen, schlug mit allem zurück, das sie hatte. Was sie hatte wahrscheinlich, ne? Schlug mit allem zurück, das sie hatte. Ah, ne, das sie hatte. Doch, so, ja.
Doch das reichte nicht. Die Verteidiger waren gezwungen, all ihre Sperren in den Tunnels nacheinander zu verlassen. Dann verbarrikadierten sie die Hauptbahnsteig und schlugen ihre letzte Schlacht. Sie kämpften bis zum letzten Kind, dass sie in die Nachbarstation evakuieren konnten. Die letzte alte Frau trug es dorthin. Sie kämpfte bis zur letzten Kugel. Und als die Munition ausging, stand da immer noch die Barrikaden. Und da erhielten die verfluchten Stationen ihren Namen. Von der geretteten Frau und Kindern jener, die für immer dort geblieben waren. Und das ist es auch, was unsere Messe erwartet, wenn ich meine Maske nicht herunterreiße. Und vielleicht nicht nur diese Messe, sondern die gesamte Metro. Okay, also gab es hier mal... Muss ich jetzt herunter? Nee, oder? Nee. Also gab es dort auch mal... Wow, 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 wow. Habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Anscheinend schon, okay. Gab es doch mal einen sehr, sehr... Okay. Gab es da einen sehr wohlhabenden Bereich da in dieser Metro, wo auch... Wow. Wo die Leute gewohnt haben, alles. So, wir müssen jetzt da hinten wahrscheinlich hin, vermute ich mal. Wo dann eine Frau gekämpft hat bis zur letzten Kugel. Ist das richtig, wo ich jetzt hier lang laufe? Anscheinend schon, oder? Oh. Oh, schick. Wow, 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 wow. Was? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mein Gott, geh doch weg, du stinkst doch. Guck mal, wie hässlich du bist, du Scheiß. Oh, der war ein bisschen größer gewesen, aber der war hässlich. Der müsste mir recht geben, der war hässlich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt müssen wir wieder zurück, okay. Der... Psst, ganz leise. Okay, wir müssen hier lang. Ja, und so läuft das. Lalalala. Ah, toll, jetzt muss ich auch noch meine... Ja, natürlich. Jetzt muss ich noch meine Dings nachladen, oder was? So. Okay. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwo ein Vieh von hinten gleich oder sowas. Müssen wir jetzt hier lang? Ja. Okay. Erste Mal alleine. In einer... Naja, klasse. Haha. La 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 la. Granaten finde ich toll. Die machen immer Krawall. So. Hier hast du. Bumm. Oh, ich habe keine Muni mehr. Oh, oh. Oh, oh. Ich hatte keine Muni mehr. So eine Scheiße aber auch. Fiel mir jetzt gerade mal auf, dann werde ich mal eben ganz schnell mal eben Muni kaufen dafür. So. Oh nee. Ach komm, jetzt werdet ihr aber so langsam. Jetzt werdet ihr aber so ein bisschen nervig, ne? Muss man ja mal sagen. Ihr nervigen, stinkenden, fleischfressenden Junkies. So. Jetzt werdet ihr ein bisschen nervig. So, wo muss ich das denn jetzt, wo muss ich denn überhaupt hin? Oh nein, oh nein. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Thank you.
Was? Was? Ich ergebe mich. Ich habe nichts getan. Wer ist denn das? Hallo? Da kommt man anscheinend wieder nicht durch die Höhle da. Da stehen wieder welche. Ach, das ist bestimmt wieder gleich für den Genghis Khan wieder irgendwas. Ach, da kommt er ja schon. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ja. Werde nicht mehr mit dir. Geil. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Die Faschisten. Okay. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Cool, was ist das denn? Wie cool ist das denn? André. Müssen wir André finden? Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Genau. Erstmal die Kerzen ausblasen. Die Gebetskerzen natürlich. Reflex. Das wär's. Rein da. Ist das jetzt Verabschiedung von Genghis Khan? Ja? Oder kommt er mit uns noch? Aber wir müssen jetzt... Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Mach's gut, Genghis Khan. Jetzt gehen wir André suchen. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Khans Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. André? André? André, der Waffenschmied. Ja, anscheinend haben wir hier noch nicht André, oder beziehungsweise hat uns André hier noch nicht gefunden. Aber ich gehe davon aus, dass wir den hier finden. Ist ja auch eine sehr, sehr geile Lichtquelle, die ich da habe. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ob wir André finden und wie wir ihn finden, in was für einer Position er sich gerade befindet, ob er vielleicht eine neue Waffe baut, das seht ihr in einer weiteren Folge. Und dann solltet ihr wieder einschalten. Also, mach's gut. Ciao.